So, ich pack das jetzt alles aus und hol mir das Zeug. Ich hol mir jetzt den Newton Stuff. Was denn für guter Stuff? Was? Naja, die Magnum-Munition und das Videotape. Okay. Lass mich! So läuft das hier. Hoffentlich ist jetzt hier keiner am Leben. Bleibt schön liegen. So, Videokassette haben wir. Oh please, lasst mich in Ruhe. Danke. Das Schlimme ist, wir müssen hier hinten nochmal hin. Ja. Dann werden die wieder wach werden. Ja, das zeigt, die Befürchtung habe ich nämlich. So, Videokassette packe ich aus, was ich brauche oben. Eine Videokassette und die können wir auf jeden Fall auspacken. Videotape. Was sollten wir jetzt bei haben, Benni? Was ist das Beste irgendwie? Sollten wir tatsächlich die Schlüssel bei haben irgendwie? Naja, wir haben jetzt noch den Arztschlüssel, wir haben den Krematorienschlüssel. Ich glaube eher, dass wir die ja für hier unten brauchen. Jetzt ist die Frage, willst du hier unten weiter erkunden oder willst du nach oben gehen? Wenn du nach oben gehen willst, solltest du die Videokassette natürlich mitnehmen, so wie den Rohling. Ja, an den Rohling braucht man nicht mitnehmen, weil bevor wir an den Rohling-Drucker kommen, kommen wir quasi an der Kiste direkt an dem Raum davor vorbei. Achso, okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, hast du recht, die Videokassette, wenn wir mal mitnehmen. Und wir müssen erst die 10er Nuss finden. Okay. Ohne das geht nicht. Na, dann müssen wir dann dafür nach oben oder willst du hier unten noch erkunden? Na, wir haben nichts weiter hier unten. Achso. Das war's. Wir können erst tatsächlich hier mit dem richtigen, mit dem 10er Schlüssel wieder runterkommen, mit dem Aufsatz. Na, dann lass uns gucken, weil vielleicht sehen wir ja auf dem Tape, wo die 10er Nuss ist. Magnum. Boah, jetzt ein Eis. Oh, lecker. Ja, stimmt. Magnum-Eis. Was, Alter? Echt jetzt? Ah, der Junge hat gerade geschrieben. Lecker, Magnum-Eis. Würde ich mich jetzt sehen. Ja, das will. Oha! Oha! Lass bitte. Oh, shit. Das war doof. Das war doof. Nochmal, kann ich jetzt einfach. Ja, kann ich. So, wie... Alter. Ja. Okay, hier durch. Ach, da ist der... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Videorekorder? Ich habe die ganze Zeit gelesen, einen VLC-Player. Anstatt VCR. Hast du irgendwo den Pylon gesucht? Genau. So, okay, da steht sie schon. Die nette Dame. Ja, aber die... Die tut ja nichts. Die möchte ja nur spielen. Das ist tatsächlich wie bei Martin heute, ja, wie er nämlich sich hat ein Logo von mir machen lassen über Untunbar irgendwie. Und, er meint natürlich Stimme, Autotune, aber du kannst halt natürlich halt auch auf Tuning-Branche beziehen für das Auto. Ne? Und so ist das jetzt gerade mit dem Magnum hier. Also richtig. Geil, eine Magnum. Oh ja, jetzt so ein Magnum-Mandel wäre geil. Was? So, Videokassette benutzen. Kassette. Der Weg nach Hause. Was? Warum? Bitte festhalten. Das ist ein guter Hinweis. Oh, wo ist er hin? Oh, ist verschwunden. Wir hätten sie festhalten sollen. Oh, was haben wir da? Ein Schlüssel. Goldschlüssel nehmen, aber hallo, schön. Money in the bank. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir da was anderes finden. Aber das dachte ich eigentlich auch. Okay. Gut, aber wir haben den Goldschlüssel. Gehen wir gleich mal rüber und... Setzen ihn ein. Aber bringt uns trotzdem nichts, wir brauchen ja noch diesen Aufsatz. Ich weiß, aber so haben wir sie aus dem Inventar. Ja, das ist richtig. Gut. Feuer. Ja, ach nee, der war hier drüben, oder? Leute. Natürlich ganz unten. Ja. So, zwei Karten haben wir. Eieieiei. Ja, wie gesagt, das eine wird der Luftschlüssel auf jeden Fall sein. Was haben wir denn? Achso, nee, okay, da kommen wir ja nicht durch. Okay, das ist ja das Special Lock. Da PC Officer. Wir haben ja den Rohling noch. Wir können den Rohling bedrucken, aber wir wissen nicht, wie. Können wir den einfach einsetzen und der wird automatisch gedruckt? Wir können es mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert, wenn okay. Du jetzt den Rohling da hast. Let's try. Weil wer jetzt auch. Was willst du jetzt noch groß machen? Wir haben fast alles erkundet.
Und der Rohling wäre der nächste Step. Sie Rohling sie! Wir könnten dann nachher gleich nochmal die. Aber wir Karten können wir ja auch nicht. Oh, Mann, wir können den Arzt, die Arztschlüsselkarte im Fahrstuhl benutzen. Oh ja, stimmt. Siehst du. Ja, sagst du was? So, Rohling nochmal die Etage. Muster was? Eingeben, Alter. Ach du Scheiße. Ich glaube, dann sollten wir das vielleicht doch noch nicht machen. Ja, wir haben. Ich wüsste jetzt nicht, was für ein Muster. Auch nicht. Okay. Na, dann nimm mal. Können wir den Rohling drinnen lassen eigentlich? Also geht das, dass wir den so. Name deines Sexvideos. Können wir den Rohling drin lassen? So, auf zum Fahrstuhl. Warte mal, haben wir die Anschlüsselkarte bei ihm? Nee, ich die musst du noch mit einpacken. Weil die andere ist ja, dass sie. Genau, Anschlüssel. Anschlüssel. Crematorium. Ist mir egal. Hallo? Was ist jetzt? Was denn? Achso, das sind wir. Ich hatte gerade kurz einen Lag anscheinend. Okay. Oh. Schade. Gucken wir nochmal ganz kurz, warte mal, Krankenflügel, Wartungsebene, Projektor, Quarantäne, Arbeiterquartier. Nee, schade, okay. Also ich fährt auch irgendwo anders hin, ne? Nee. Ja, kannst du auf den grünen Knopf irgendwie drücken mit hoch runter oder irgendwie was? Nee, ne? Und dann, nee, schade. Ich wüsste auch nicht, was diese Taste zu. Was soll die zu sagen haben, so war hoch. Protector ID einführen. Warte mal. Sicherheitskarte beschlagnahmt hat. Ich muss eine andere Protector-ID finden, wenn ich sie im Fahrstuhl nochmal benutzen möchte. Also entweder müssen wir uns selber machen. Irgendwie. Also dass das die Rohlingskarte ist. Das Problem ist nur, wo kriegen wir das Muster dafür her? Aber wir haben noch. Warte mal, kannst du dir nochmal alle Karten angucken? Weil wir haben ja noch dieses Krematorium-Kartendings, aber ist das wirklich eine Türkarte? Weil das ist jetzt die Untersuchungszimmer zum Beispiel hier, ne? Mhm. Steht da unten an der Karte dran. Ja. Krematoriumkarte habe ich jetzt tatsächlich ja nicht in der Tasche. Na, nicht, dass die jetzt noch irgendwas an... Obwohl, was soll sie anderes haben? Die dürfte eigentlich auch nichts anderes haben. Pumpenkontrolle, Storeroom. Wir kommen auch nirgendwo anders hin. Hier ist ja noch eine Tür da oben. Da ist ja noch eine Tür. Ey, lol, stimmt. Ja, dann ist die hier. Jetzt kommt da gleich so, ist die Krematoriumkarte oder ist die Arztkarte? Ja, das kann durchaus sein, dass der das im Krematorium geht. Nein. Warum? Völlig den Raum übersehen. Er ist auch recht dunkel. Ja. Also mir wäre der Raum jetzt da links auch nie aufgefallen. Ja, ist auch zu. Schloss ist defekt. Okay. Das ist jetzt knifflig. Alter, wir waren hier nebenan noch nicht mal. Wie waren wir noch gar nicht drin? Ey, sag mal, was ist denn? Sind wir so blind oder was? Arztschlüssel benutzt. Okay, komm, wir sind so blind. Alter, wir sind so Noobs. Daraufhin erstmal noch eine Brezel. Ja, daraufhin erstmal einen Text zum Lesen. Zurecht. Zurecht für dich, Süß. Wieso für mich? Schnell trocknender Bauschaum. Ich wollte schon immer ein Referat darüber halten. Da der Rationsplan schon wieder geändert wurde, geht uns die schnell trocknende Reparaturspray aus. Ja, wie sich herausgestellt hat, können wir aber unser eigenes herstellen, indem man einfach Coagulant K mit normalem PU-Schaum mischt. K, Kids, don't try this at home. Das Resultat dehnt sich nicht so stark aus, aber es härtet sofort und erzeugt ein recht stabiles Gemisch, falls man es eilig hat, Reparaturen fertig zu bekommen.
Man kann normale Replika-Reparaturflicken als einfache Quelle für Coagulant K benutzen, um sie mit normalen Reparatursprays kombinieren. Schau mal an. Okay. Wir haben den Schlüssel. Oder die Nuss. Wie sagt man, der applaudiert sogar im Chat. Alter, das ist, wir sind so, was ist denn das da alles? Was war das gerade? Was war das gerade? Achso, das war, weil wir so clever sind. Und alles übersehen. Ich kann diverse Gegenstände durch das Glas sehen, die unter dem Röntgengerät liegen. Aha. Sieht aus wie... Das soll die Magnum sein? Guck mal, das ist wieder erwischt. Genau. Das Schlimme ist, was gucke ich mir hier an? Was ist das? Schau mal einer an. Okay. Aber das male ich nicht ab, das fotografiere ich wieder ab. Das ist mir. Benny, make a picture. Das muss ich jetzt mir nur wieder umdenken, weil das muss ja umgekehrt sein. Aber egal, kriege ich hin. Guck mal. Ja, perfekt. Noch besser. Brauche ich nicht umdenken. Ah, ist das schön, wenn man irgendwie so eine Knotenkette reißt irgendwie. Und so plötzlich sich alles aufschlüsselt. Hast du ein Foto gemacht? Okay. Foto. So, und hier haben wir noch zum Schluss ein keine Ahnung. Achso, ich weiß nicht, was das ist. So, was haben wir hier? Achso. Kann ich hier? Ja, da kannst du jetzt aussuchen, wo du hin willst. Ob wir zuerst zum Replika wollen oder ob wir zum... Also wir können auch noch weiter erkunden, weil wir haben ja noch weitere Türen hier. Ja, ich würde erstmal hier nochmal kurz reingucken. Oder oben läuft jemand. Oh, krass, das ist ein Storch. Warum treffe ich die nicht? Ist hier wirklich das Ding hier? Achso, ist ein Tisch oder was? Die wollen gerade lossprinten. Oh, und da kommt schon der nächste Sprinterix. Nee, Licht nicht. Schwarzlicht. Oh, echt jetzt? Hat's erreicht? Nein. Ja, natürlich. Flintenmunition. Shotgun! Damn. So, pass auf. Krematorium, hab's doch gewusst. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ist das? Thermit. Thermitfackel, Alter. Was ist das? Die ordnungsgemäße Leichenentsorgung. Oh. Hey, wie du vielleicht gehört hast, gab es inzwischen mehrere Vorfälle, in denen die Körper von ausgemusterten Protektoren spontan reaktiviert sind und sich fehlerhaft verhalten haben. Ach, guck mal. Laut Novembers Autopsiebericht scheinen alle betroffenen Einheiten eine Art krebsartige Tumor in ihren organischen Bauteilen gehabt zu haben. Sie ist der Ansicht, dass diese Tumor die Replika sogar noch Stunden nach dem Tod reaktivieren konnten, wenn sie nicht komplett verbrannt wird. Wir wissen nicht, was die Ursache ist und sind unsicher, wer betroffen ist. Mit nur zwei Verbrennern, die man auch noch ständig neu kalibrieren muss, kommen wir mit dem Verbrennen der Leichen nicht hinterher. Deswegen improvisieren wir. Diese Thermitfackeln können sich durch Replikapanzerung durchschmelzen und die organischen Bauteile von innen verbrennen. Ich habe noch mehr davon beantragt, aber ein Formular hat gefehlt, deswegen müssen wir noch etwas länger durchhalten. June.
Gut, und damit können wir die wahrscheinlich, wie du schon, plop, bei Evil Within Part 2 irgendwie, du kannst die doch verbrennen, ne? Nee, das war Teil 1, war das, war, wo du die mit so, mit einem Streichholz verbrennen konntest, die Leichen. Ja, 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 das war, ja, genau. Das war Teil 1 aber auf jeden Fall. Ich glaube, Teil 2 kommt das, glaube ich, aber auch noch. Ach, hör auf, Alter. Ach, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Was sollen wir denn da darstellen? Ja, hier haben wir anscheinend die Feuerkarte drin. Okay, was ist denn jetzt da das Rätsel? Fehler, Warm, okay, Gas. Was können wir denn alles einstellen? Also wir haben CO2. Okay, wir müssen die Kurve nachzeichnen. Was? Diese rote Kurve, diese Linie müssen wir nachzeichnen. Warte mal. Mal kurz. Du machst das, ich hol mir kurz was zu trinken, bleib wieder da. What? Ja, du, da bin ich jetzt komplett überfordert. Also, wüsste noch nicht mal ansatzweise wie. Also, ich weiß, ja, klar, mit dem Drehregler und irgendwie was einstellen und. Aber wie willst du denn so eine. Der erste Set passt schon fast. Ach, der macht automatisch, macht er das Ding nach oben. Ja, ja, genau. Den Punkt, wo er halt nicht mehr passt. Hat Benny schon alles verdrängt? Ja, hat Benny schon alles verdrängt aus Teil 1 von Evil The You Within? Ja. Ein bisschen? Ich bin gleich wieder da. Nee, er geht noch nicht tiefer. Mal bei uns. Heißt es tatsächlich, dass das CO2 noch nicht optimal eingestellt ist? Weil ich das jetzt mal so per Linie mal sehe und er geht bis hier. Na, jetzt geht er schon mal tiefer. Aber das ist auf jeden Fall nicht... Steil. Genau, eine schöne smooth Kurve. So, und jetzt geht's beim Gas weiter. Dann gucken wir mal, wenn die so ist. Muss einfach probieren. Oftmal funktioniert da so ein Shit auch halt einfach mit Try and Error. Warum ist denn okay? Das Gas haut nicht hin. Also. Ja, sorry Leute, wenn es jetzt halt ein bisschen länger dauert, aber ich glaube, das ist. Ansonsten komme ich tatsächlich. Also, ich glaube, wenn ich das Gas so sehe, mit diesen Pfeilen nach oben, ich glaube, das sind so Richtwerte. Ja. Dass du das weiter runterdrehen musst, irgendwie, glaube ich. Ja, weil Gas geht nach unten, O2 sagt er nach oben. Weiter runter, O2 weiter hoch, CO2 weiter hoch. Nope. Ja, mühsam, man nennt sich das Eichhörnchen. Kurve sieht nur nicht mal ansatzweise so aus, irgendwie. Okay, gut, dann haben wir wahrscheinlich einfach falsch gedreht. In die falsche Richtung. So, schau mal.
hier weiter hoch. O2 sieht, also CO2 sieht ganz gut aus. So. Jetzt bloß noch mit Gas. Oh, jawohl! That's it! Yeah! Geil! Wir machen uns den Spaß, wir sagen Benni nicht. Nein, wir haben keinen Platz mehr! Nein, warum denn? Das ist doch... Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. So, das ist doch... Also, sowas. Mann! So, kann ich das hier lesen? Achso, noch mehr Telegram-Geschichte. So, da ist er wieder. Warte, erstmal wieder Cam wieder anmachen. Cam. Wo ist er denn? Da. Hallo. Hast du geschafft? Ja, ich geschafft, aber ich bin voll. Ich bin voll. Ich muss nochmal zurücklaufen. Das ist so scheiße. So, warte mal, hier kommen wir auch nochmal lang. Oder ist das? Ah, hier ist zu. Okay, alles klar. So, Gott sei Dank ist es ja relativ nah und fußläufig alles. Oder in dem Falle stumpenläufig. So, dass wir schnell switchen können. Und es ist auf jeden Fall die Feuerkarte auch. Ja. The Firecard. Firecard. Nein. Was fehlt uns denn noch? Dann fehlt uns noch die Luftkarte, die kriegen wir aber auch. Und dann fehlt uns die Erdkarte noch. Die Erdkarte müssen wir wahrscheinlich hier mit dem Dingens mit dem machen. Nein. So, okay. Schauen wir mal, ob ich... Also fieser Wicht hätte das Rätsel wahrscheinlich nicht so einfach gelöst, schreibt mich auch gerade. Das sind so Rätsel, wo meine Geduld mir einen Strick bringt und mich von der Brücke schubst. Ah, das, eigentlich... Ruf mich mal, geh weg. Mal gucken, ob es jetzt immer noch da ist. Auf der Position? Ja, leider. Ach, guck mal, jetzt bist du von hinten. Kannst du von hinten hier Selfie-Kill machen? Wäre mal interessant, ob das geht. Nee, man kann es nicht. Kann scheiß Stealth-Geats machen. Steht nicht. Steht einfach nicht. So, aber schön. Wir haben den Steckschlüssel. Und damit ist der Lüftungsschacht unser. Ja, jetzt ist die Frage: Willst du zuerst runter zum Lüftungsschacht oder willst du erst zum Rohling nochmal kurz, um den Rohling fertig zu kriegen? Dann hätten wir den Rohling, die Dings, dann können wir runter zum Lüftungsschacht. Und dann, während wir zum Lüftungsschacht rennen, können wir schon mal die beiden Dinger reinsetzen und dann ist schick. Na, zu. Naja, die Frage ist, ob der, meinst du wirklich, dass der Rohling für die mittlere Tür ist? Ich ja. Denke tatsächlich immer noch, dass der wahrscheinlich für den Fahrstuhl ist. Ich würde sagen, der ist wirklich für Erde. Okay, checken wir das aus. Das ist mal also vollkommen ruhig da oben. So, ja, die ist halt immer nur da, wenn wir quasi aus dem Safe Room rauskommen. Okay, gut, Benni, dann... Dann fangen wir an. Oben links geht nach 1 nach rechts. Warte mal, okay. So, von hier, ja. Dann geht der 1 runter. Mhm. Dann geht der 1 nach rechts. Dann geht's 1 hoch. Dann musst du wieder 1 nach unten. Dann verbindest du noch 1 nach unten. Dann nach rechts. Und dann nach oben. Und jetzt musst du drucken. Und that's it. Mehr ist es nicht. Okay. Haben wir? Aber den Rohling würde ich vielleicht noch nicht einsetzen. Aber was, also eigentlich müsste das ja unten wirklich die Luftkarte sein. Weil wir haben ja jetzt den Schlüssel haben wir ja, ne? Den 10mm Dingensbummens. Hm, hab ich keinen. Samtaufsatz. Genau, perfekt. Na, dann können wir ja erstmal die Feuerkarte setzen. Dann holen wir die Luft. Also dann holen wir die. Wahrscheinliche Luftkarte. Und dann haben wir ja nur noch ein Ding, was übrig bleibt. Eigentlich. Oder? Täusche ich mich. Hey, komm. Ja. Sehr gut. Mützen, tanzen wie Schmetterling und stechen wie Biene. So. Genau, guck mal, hier sind noch 3. Das heißt, nee, ist das Schlüsselrohling? Okay. Das war der Schlüssel. Na gut, dann wird es wirklich die Luftkarte sein, ne? Ja.
Okay, cool. Krass, okay, cool. Aber hast recht, ja, war doch Erde. Wir haben gerade so voll so Avatar-Flashbacks. So, warte mal. Was denn? Ich muss in den, in den Bathroom. Ja, du, genau, das kannst du wieder da. Das oder? Direkt drüber, ja. Musste mich kurz, musste bloß gucken, ob ich jetzt da unten muss. So, und jetzt denke ich, dass da wieder ein schön Party on sein wird. Ich habe die Befürchtung. Ja, das schön. Ja, lass mich! Ja, den guck mal hier. Hallo. Schön. So, bleib liegen, bitte. Please, oh pretty, please. Ach, die kommen bestimmt, wenn ich die Karte habe. Denn sind sie alle meine besten Freunde wieder hier. So, zack. Jawohl. Open up. Ah. Jetzt greife. Super, Hand weg, Alter. Luftschlüssel auf für hier oben. Wunderbar. Ich freue mich ein bisschen. Ja. Und dann kommen wir in die nächste Stage. Bleib liegen. Dankeschön. Super gut. So, das haben wir wunderbar ausdiskutiert. Trommelwirbel. Oh nein, eh nicht, dass ich jetzt gleich die Platte umbrauche. Rast aus! Aber glaube ich nicht. The door is open. Okay. Ist aber ein Safe Room, glaube ich, ne? Ja, ist ein Safe Room.